Hallo meine Lieben, wie ihr den Titel schon entnommen habt, möchte ich mich bei euch für die über 100 Abonnenten bedanken. Ich möchte mich bei euch für eure tollen Kommentare und schönen Komplimente bedanken, über die ich mich immer super gefreut habe. Ich muss euch gestehen, es gab auch einen Punkt, da wollte ich das hier alles schon wieder beenden, weil ich in manchen Punkten ein etwas ungeduldiger Mensch bin. Und oft so bei mir der Gedanke kam immer, will dich irgendwie keiner hören, ne? Oder das, was du vorliest, will das vielleicht keiner hören. Aber dann wurde mir im Endeffekt gesagt, ne, komm, sei nicht so ungeduldig, dich kennt doch im Endeffekt noch kein Schwein. Und wart mal ein bisschen ab, mach erstmal weiter. Ich sag, wenn in ein paar Monaten immer noch überhaupt nichts kommt, dachte, dann kannst du das ja immer noch hier alles dicht machen. Und ich mir dann gedacht habe, okay, hast ja recht, ne? Woher sollen die Leute mich auch kennen? Und ja, dann habe ich das Endeffekt jetzt auch weitergeführt. Und ja, dann siehe da, dann kam dann doch mal ein Abonnent nach dem anderen und die ersten Kommentare. Und ja, ich muss sagen, ich bin jetzt ziemlich glücklich damit. Mir macht das auch mittlerweile immer mehr Spaß. Ja. Im Moment möchte ich noch die angefangenen Let's Reads zu Ende bringen. Also sprich halt auch Werwölfe-Hamm-Gefühle und Herzblut. Dann habe ich noch einen kleinen Snary One-Shot, den ich auch noch fertig machen möchte. Und danach kommen ein paar Drarys. Das sind, glaube ich, drei kleinere Projekte und ein großes. Und ein Dramine Fanfiction, weil sich das auch schon gewünscht worden ist. Ja. Ich habe ja schon öfter erwähnt, wenn ihr natürlich Wünsche habt, welche Fanfictions ich vielleicht mal vorlesen soll, auch die natürlich nichts mit Harry Potter zu tun haben, würde ich natürlich immer gerne machen. Wie schnell ich damit vorankomme, ist natürlich immer so eine Sache. Wenn natürlich jetzt speziell gesagt wird, kannst du genau die Fanfictions vorlesen, dann ist das ja schon mal was anderes. Aber ich muss ja auch mir natürlich erstmal alles durchlesen. Ich bearbeite mir die Texte, dass es mir etwas einfacher ist, das alles rüberzubringen. Ne? Und es kostet mich halt immer etwas Zeit, deswegen seid mir nicht böse, wenn dann eure Wünsche nicht ganz so schnell in den Umsatz kommen. Ja, was könnte ich denn noch erzählen? Ach ja, genau. Ich würde gerne noch ein kleines, sagen wir mal, Special Video bringen, wo ihr zum Beispiel mir Fragen stellen könnt, die euch interessieren oder irgendwas, was ihr über mich wissen wollt. Und ich suche mir die dann soweit zusammen und ja, werde in einem Video dann eure Fragen gerne beantworten. Das wär's im Moment. Ja. Also, ich hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ja, mir macht es auf jeden Fall viel Spaß, euch das vorzulesen und ich freue mich natürlich auch immer, wenn eure Kommentare kommen. Und ja, dann wünsche ich euch zunächst weiter viel Spaß und bis bald.